Ein wirklich tolles Werkzeug, um Gegenstände zu verformen, ist das sogenannte Magnetwerkzeug. Den Magneten finden Sie im Strukturmenü und dort ungefähr in der Mitte unter dem Messer. Hier ist der Magnet und den öffnen wir jetzt mal. Wenn man dieses Werkzeug sich anschaut, dann fällt auf, dass es aus drei konzentrischen Kreisen besteht, die konzentrisch deswegen, weil sie alle denselben Mittelpunkt haben und damit eine Art Kugel beschreiben. Und dann wird auch klar, dass das Werkzeug selber eben auch ein dreidimensionales ist, genau wie das Objekt, an dem man hier arbeitet. Die Einstellungen, die man hier im Attributemanager vor sich vornehmen kann, diese Einstellungen, die sind doch recht umfangreich, deswegen mache ich mal den Editor etwas kleiner. In dem Moment verschwindet dann auch mal kurz die Kugel, aber kommt gleich wieder, da ist er. Und jetzt können wir uns mal diese Einstellungen hier anschauen. Sobald man diesen Magneten ansetzt, sucht er sich einen Punkt auf der Oberfläche und von diesem Punkt ausgehend wird dann eine Bewegung stattfinden, die Sie mit der Maus oder dem Stifttablett ausführen. Wenn ich mal hier an diese Stelle gehe und einfach im Modus linear arbeite, ja, machen wir das einfach mal und hier dran ziehe, dann sehen Sie, dass hier ein Stück einfach aus meiner Oberfläche herausgezogen wird und so eine Art, naja, eine Art Dorn entsteht. Daraus kann man wirklich alles machen. Das kann ein Dorn werden, das kann eine Bewehrung werden, das kann ein Gesicht werden, ein Schnabel. Daraus kann man alles machen, eben aus diesem Objekt. Das ist normalerweise, würde man es vielleicht nicht so fein einteilen, wie ich es hier eingeteilt habe, aber dadurch können Sie die Bewegung bzw. können Sie das, was daraus wird, am besten beurteilen. Natürlich sieht man auch, dass hier keine neuen Polygone dazukommen. Ne? Also je weiter meine Bewegung von der Kugeloberfläche entfernt sein wird, desto feiner muss ich von vornherein mein Objekt unterteilen, dass mir hier nicht plötzlich die Polygone ausgehen und dass hier an dieser Stelle plötzlich sehr, sehr fragmental wird. Wenn wir es mal eben durchrendern, dann sehen Sie, was ich meine. Die Spitze besteht nur noch insgesamt aus sehr wenigen Polygonen, ne? Also aus gerade mal 4 Polygonen. Deswegen ist sie hier ein bisschen krakelig geworden, während das Ganze drumherum doch relativ glatt und eben aussieht. Müsste man vielleicht später nochmal glätten mit einem Hypernurbs oder die Unterteilung erhöhen. Aber um Ihnen zu zeigen, was man mit dem Magneten anfangen kann, reicht diese Unterteilung erstmal vollkommen aus. Ich gehe wieder mal zurück zum Magneten, hier in diesem Menü, in dem die zuletzt gebrauchten Werkzeuge abgelegt werden. Und am besten probieren Sie das selber alles mal durch, diese verschiedenen Möglichkeiten, die Sie haben. Also Sie können das konstant machen, das ist eine Art Extrusion, wie man sieht. Na, also da wird die Oberfläche überhaupt nicht verändert, sie wird nur einfach an eine andere Stelle gebracht und die Polygone der alten Kugeloberfläche hier und der gerade eben raus extrudierten Oberfläche werden durch Polygone verbunden. Das, wenn man beispielsweise mal den Radius etwas noch verringert, kann man natürlich genau an der gleichen Stelle auch nochmal machen, kann dann sowas hier machen, kann es ziehen, in welche Richtung man auch möchte. Ne? Also da ist man völlig frei. Allerdings diese völlige Freiheit hat natürlich auch den Nachteil, dass man eventuell akzeptieren muss, dass in dieser zweidimensionalen Ansicht, einer 3D-Ansicht, das nicht genau in die Richtung gegangen ist, in die man sich das vielleicht gedacht hat. Wie Sie sehen, geht das doch ein bisschen nach rechts hier und das sah von dort hinten überhaupt nicht so aus. Das hat man nicht erkennen können. Deswegen gibt es die Möglichkeit, die Richtung durch diese X, Y und Z-Steuerung hier festzulegen. Ich kann also beispielsweise festlegen, wenn ich eine Extrusion oder eine Verzerrung mit diesem Magnetwerkzeug haben möchte, dass sie wirklich nur in eine Richtung geht. Also beispielsweise sollte das nur in die Y-Richtung gehen, dann werde ich den X-Wert hier auf 0 setzen und den Z-Wert auf 0 setzen. Und wenn ich jetzt meinen Magneten ansetze, vielleicht fahre ich noch ein bisschen dichter ran, dass ich auch wirklich den Nordpol treffe oder ihn zumindest einigermaßen treffe und jetzt extrudiere oder ziehe oder was auch immer. Ich nehme einfach mal einen anderen Modus. Ich nehme mal die Kuppel. Wenn ich das jetzt hier tue, dann sehen Sie, dass es wirklich ganz genau nach oben geht, egal von welcher Seite wir das jetzt betrachten. So, das, was ich getan habe, ist wirklich nur in eine Richtung gegangen. Es ist nicht nach links, nicht in die Z-Richtung, auch nicht nach vorne oder hinten in die X-Richtung, sondern wirklich bloß in die Y-Richtung bewegt worden. Was kann ich noch alles einstellen? Ich kann natürlich neben diesen verschiedenen Formen, die man hier herausholen kann, auch noch eine einstellen. Die ist relativ wichtig, das ist manuell. Und manuell bedeutet einfach,
dass die Oberfläche dessen, was ich hier rausziehe, durch diese Kurve bestimmt wird. Ne? Also diese Kurve, die kann ich jetzt festlegen, wie ich will. Ich mache die mal ein bisschen zerklüftet, damit da auch ein bisschen was passiert. So, durch das Verschieben dieser Punkte lege ich die Kurve fest und ich mache sie auch noch ein ganz klein wenig größer, indem ich den Radius von 15 Meter mal auf etwa 34 Meter setze, fahre dafür ein bisschen weiter zurück. Und wenn ich jetzt allerdings hier wieder auf 100% gehend, genauso hier bei der Z-Ebene, wenn ich jetzt mal wegen diese Richtung zerre, dann sehen Sie, dass die Oberfläche genau diesem Verlauf hier entspricht. Ja? Das sieht man vor allem dann, wenn man mal die blauen Linien wegnimmt oder vielleicht auch ein bisschen dichter ranfährt. Die Oberfläche dessen, was ich da gerade verändert habe, entspricht genau dem, was ich hier an Kurve eingestellt habe. Last but not least möchte ich Sie noch auf diese Dinge hinweisen. Es gibt noch die Stärke, die ich einstellen kann. Stärke ist eigentlich kein so fürchterlich relevantes Ding. Das bedeutet einfach, wenn ich ziehe, wir nehmen mal die Glocke, und 100% eingestellt ist, was ich jetzt mal tue, 99 ist es fast, dann verändert sich die Spitze dessen, was ich hier anfasse, genau mit meiner Bewegung. Würde ich hier eine Stärke von 50% einstellen, dann müsste ich mich doppelt so weit bewegen, um genau an dieser Stelle zu landen. Bei 200% reicht die halbe Bewegung, um meine Beule so bis hier raus zu bewegen. Den Radius, den hatten wir schon, der ist auch beinahe sich selbst erklärend. Ne? Also das Werkzeug verschwindet zwar kurzfristig, wenn Sie den Radius verändern, aber taucht dann sofort wieder auf. Und die Breite dessen, was Sie hier verändern, die Breite dieser Form lässt sich über diesen Regler festlegen. Wozu braucht man den Magneten? Man kann ihn brauchen für eine ganze Reihe von Dingen, beispielsweise dann, wenn Sie eine doch wirklich perfekte Form nicht ganz so perfekt haben wollen, wenn Sie Verformungen brauchen, aber eben auch dann, wenn Sie modulieren wollen, wenn Sie aus einer Kugel ein Gesicht machen wollen, wenn Sie einen Tierkörper, einen Katzenkopf, was auch immer Sie formen wollen. Dazu ist das Magnetwerkzeug ein sehr, sehr gutes Werkzeug, vor allem dann, wenn man intuitiv gerne arbeitet und die Sache nicht aus Polygonen zusammensetzt, sondern aus einem bestehenden Körper heraus arbeiten möchte. Im Strukturmenü finden wir zwei Befehle. Natürlich finden wir da noch viel mehr, aber eben diese beiden Befehle extrudieren und innen extrudieren. Beide gehören zusammen. Gehören deswegen zusammen, weil sie sich beinahe schon gegenseitig bedingen. Und wie das funktioniert und wie beide angewendet werden können, das sehen Sie an folgendem Beispiel. Wir nehmen uns erstmal eine Kugel und wir können jetzt leider immer noch nichts damit anfangen. Es ist immer noch grau und das liegt daran, dass wir noch kein Polygonobjekt haben. Jetzt haben wir eins und damit die Flächen extrudiert werden können. Sie können natürlich auch Kanten extrudieren, aber sichtbarer und besser und sicherlich auch in den meisten Anwendungen sinnvoll ist es, eine Fläche oder mehrere Flächen zu extrudieren. Damit wir dies tun können, brauchen wir diesen Flächenbearbeiten-Modus. Damit das Programm weiß, was ich überhaupt extrudieren möchte, muss ich mir jetzt aussuchen, welche Polygone das sind. Und ich nehme einfach mal die Live-Selektion und male mir hier ein paar Polygone an. So, kommt es nicht so ganz genau darauf an, welche das sind. Ich nehme einfach mal diese ganzen hier. So, und jetzt wenden wir den Befehl extrudieren an. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Struktur, extrudieren. Ich klicke mal an hier, Gruppe erhalten. Und dann kann ich, Sie sehen jetzt auch, dass das Extrudieren-Symbol im Mauszeiger erscheint. Und jetzt kann ich das Ganze hier einfach nach außen extrudieren. Ja? Sie sehen, dass hier eine Dicke entsteht sozusagen um diese Kugel herum und das, was ich selektiert habe, das wird lotrecht, wird also in Richtung der normalen dieser einzelnen Flächen hier einfach nach außen extrudiert. Wenn Sie nicht wollen, dass die Gruppen erhalten bleiben, also wenn Sie wollen, dass die Polygone dabei nicht größer werden, dann wird dieses Häkchen einfach nicht gesetzt und dann passiert Folgendes. Sie haben die einzelnen Polygone, sie bleiben sichtbar und Sie können jetzt natürlich auch weitermachen und weiter extrudieren und können so eine, sagen wir mal, zumindest höchst interessante Form darstellen. Dabei sieht man auch, dass jedes Mal, wenn von vorne von neuem ein Extrudieren-Schritt hier angewandt wird, ein neuer Schnittpunkt entsteht. Genau genommen entstehen sogar zwei Schnittpunkte und das liegt daran, dass ich hier noch eine Unterteilung drin habe, nämlich die Unterteilung 1
die ich natürlich auch wieder auf 0 zurücksetzen kann. Und dann wird diese Unterteilung, die im letzten Schritt hier maßgeblich war, herausgenommen. Die, die ich davor drin hatte, die bleiben drin. Die Unterteilung wird immer nur dann wirksam oder unwirksam, wenn ich den letzten Schritt betrachte. So, das mal hier zu unserem völlig unglaublichen Kugelgerät. Ich lösche die Kugel mal und wir gucken mal, was wir mit dem Würfel noch alles anfangen können. Den rufe ich mal auf und mach auch aus diesem Würfel erstmal ein Polygonobjekt. So, das Ganze mal ein bisschen kleiner und so, dass man den Horizont sieht, dann kann man sich einfach besser orientieren, finde ich. Dort ist es genauso. Ich muss erstmal mitteilen, was ich überhaupt selektieren möchte. Gehe also in die Selektion Alles selektieren und fange jetzt an, über die Struktur Extrudieren, meinen Würfel zu extrudieren. So, dann entsteht dieses Gerät. Das konnten Sie sich schon denken, dass es wahrscheinlich so oder so ähnlich aussehen würde. Und jetzt gucken wir doch mal, was können wir denn anfangen mit Innen extrudieren. Innen extrudieren ist der Befehl, der, wie ich schon sagte, dazugehört. Und er wird oft missverstanden, gerade am Anfang, wenn man noch nicht genau weiß, was man damit anfangen kann. Er hat nichts damit zu tun, dass ich da diese Fläche nach innen schieben kann. Die Fläche kann ich auch selbstverständlich mit dem ganz normalen Extrudieren-Werkzeug, das jetzt gerade aktiv ist, nach innen schieben. Sondern es hat damit zu tun, dass innerhalb der Fläche extrudiert wird. Und das sieht so aus. Struktur, innen extrudieren. Jetzt wird diese Fläche ganz einfach sozusagen verkleinert. Ich kann es natürlich auch vergrößern. Ja, dann entstehen hier neue Polygone. Sie entstehen auch jetzt, und zwar unabhängig von der Unterteilung dieses Objektes. Auf sämtlichen 6 Flächen, die da ausgewählt waren, sind jetzt diese 4 Randpolygone entstanden und das große quadratische Polygon in der Mitte. Und wenn ich jetzt, deswegen sagte ich vorhin, dass diese Befehle eigentlich zusammengehören, wenn ich mir jetzt wieder über das Strukturmenü Extrudieren hole, dann kann ich jetzt entweder nach außen fahren oder ich kann vielleicht auch mal nach innen fahren und kann dieses Gebilde hier zustande bringen. Ja, das kann man natürlich noch weiterspielen, dieses Spiel. Könnte beispielsweise jetzt alles deselektieren und nur hier innen ein Polygon selektieren. Das ist dann dieses hier. Wenn ich das jetzt wieder über die Struktur innen extrudiere, also einfach ein bisschen kleiner mache, so, und wieder über die Struktur extrudiere, dann kann ich hier ein ziemlich interessantes architektonisches Gebilde zu Wege bringen. Und auf diese Art werden diese Befehle angewandt. Das Spielchen kann man natürlich jetzt weiterspielen, solange man möchte, kann also hier weiter selektieren, kann weiter extrudieren. Und dabei sollten Sie nicht vergessen, dass jedes Mal, wenn Sie das Werkzeug absetzen, Sie einen neuen Abschnitt sozusagen bekommen. Also, na, ich setze es wieder ab, setze es an, setze es ab und kann hier auch bestimmen, wie viele Unterteilungen ich haben sollte. Und ich kann die Unterteilung des letzten Schrittes nachträglich noch auf so viele Unterteilungen erhöhen, wie ich Lust habe. Das ist natürlich selten sinnvoll, das auf diese große Menge hier zu bringen, aber Sie könnten das immer für den letzten Schritt auch nach dem Extrudieren noch bewerkstelligen. Mit dem Extrudieren-Befehl aus dem Strukturmanager zusammen mit dem Innen-Extrudieren-Befehl lassen sich hauptsächlich relativ technische Dinge herstellen. Aber es gibt darunter noch einen weiteren Befehl, die sogenannte Matrix-Extrude. Und mit der Matrix-Extrude lassen sich durchaus auch recht organische Sachen darstellen. Also immer dann, wenn es Tiefseeviecher geht, um Tiefseetiere, wenn es um Gras geht, um Äste, um solche Dinge, die relativ dicht am Betrachter sind und deswegen polygonal dargestellt werden müssen, dann ist die Matrix-Extrude das Werkzeug Ihrer Wahl. Wie macht man das? Ich mache Ihnen das mal vor am Beispiel einer Scheibe. Und dazu rufe ich erstmal diese Scheibe als parametrisches Objekt auf. Gehen mal ein bisschen dichter ran und gucken uns die mal an. Die ist relativ fein unterteilt. Und wenn wir so ein fein unterteiltes Objekt verwenden, um daraus mit dem Matrix-Extrude-Werkzeug ein Objekt zu generieren, dann kann es ganz schnell passieren, dass Sie sozusagen fast in Polygonen ersaufen, dass da so viele Polygone plötzlich vorhanden sind, dass Sie das Objekt kaum mehr steuern können, zumal dann, wenn das nur ein Nebenobjekt Ihrer Szene sein soll. Also sollte man darauf achten, wenn man mit diesem Werkzeug arbeitet, das aus sehr einfachen Strukturen heraus zu machen.
Deswegen gehe ich mal in der Segmentierung dieser Scheibe runter auf 2 und auch den Umfang bringe ich mal runter auf einen Wert von 10 Segmenten. Jetzt ist das Ding sehr viel einfacher. Besteht aus insgesamt 20 Segmenten und damit kann man schon arbeiten. Auch das ist noch kompliziert genug, wie Sie gleich sehen werden. Natürlich muss es nicht unbedingt eine Scheibe sein. Ich kann rein theoretisch meine Matrix extrud auch an einem Würfel, also an einem dreidimensionalen Objekt oder auch an anderen komplizierteren Objekten ausüben. Aber wir bleiben mal einfach bei der Scheibe und ich lösche den Würfel wieder. So, damit es funktioniert, brauchen wir eine Polygonscheibe. Im Moment ist es noch eine parametrische. Jetzt ist es eine Polygonscheibe. Und wenn Sie jetzt in das Strukturmenü gehen, werden Sie leider noch mal enttäuscht. Stellen nämlich fest, es funktioniert noch nicht. Es funktioniert erst dann, wenn Sie auch hier im Fläche bearbeiten Modus sind. Diese Dinge müssen gegeben sein. Ich muss meine Scheibe aktiv haben, ja, muss also weiß sein, nicht ausgegraut wie jetzt, sondern sie muss weiß sein. Ich muss im richtigen Modus sein und ein Polygonobjekt vor mir haben, zu erkennen an dem grauen Umwandlungssymbol und an den blauen Linien. Und jetzt kann ich mit dem Ding arbeiten. Hole mir aus dem Strukturmenü genau diesen Befehl Matrix Extrude. Und Sie sehen, dass wir hier nicht, dass nicht mehr alles drauf ist, weil der relativ viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Den gehe ich nochmal zurück. Ich möchte nur den Editor ein bisschen kleiner machen und den Möglichkeiten hier genügend Raum geben. Und jetzt nehme ich einfach mal mein Werkzeug und klicke in den Editor und ziehe dabei meine Maus ein ganz klein wenig nach, ja, egal, nach links oder nach rechts und habe dieses Objekt hier. Schauen wir uns das mal an. Und das sieht schon, da sehen Sie schon jetzt, dass es aus sehr viel mehr Polygonen besteht als das, was wir da gerade eben hatten. Vorhin waren es 20, jetzt dürften es wesentlich mehr sein. Und wenn Sie das gemacht haben, dann sollten Sie ab jetzt lieber hier im Attribute-Manager weiterarbeiten und die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten hier verwenden. Denn wenn Sie ein zweites Mal das Werkzeug im Editor ansetzen, also interaktiv arbeiten, dann vervielfacht sich die Zahl der Polygone nochmal und Sie haben ein beinahe schon unkontrollierbares Objekt. Aber hier gibt es doch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man die Objekte, die Polygone sogar noch reduzieren kann. Also beispielsweise kann ich die Zahl der Schritte reduzieren, kann die natürlich aber auch nach oben setzen oder regelrechte Tentakeln ausformen. Jetzt sehen Sie schon, was ich meine mit dem Organischen. Das ist schon beinahe ein organisches Vieh, was ich hier gebaut habe. Es geht jetzt mal weiter. Ich verschiebe mal und kann damit die Höhe dieses Objektes verändern. Und jetzt können Sie sich auch vorstellen, dass man damit Haarbüschel machen kann. Die Drehung kann ich reinbringen, kann das also in eine andere Richtung drehen, egal in welches, geht natürlich in beide Richtungen und ich kann dann auch die Art und Weise, wie sich sozusagen diese Haare ausbreiten sollen, verändern. Und wenn wir jetzt mal an die Größeneinstellungen gehen, dann sehen Sie, dass ich damit auch die Tentakel selbst verändern kann. Dazu gehe ich mal ein bisschen dichter an das Objekt ran, dass man das besser erkennen kann und die Tentakel selbst in ihrer Dicke verändern kann. Und zwar immer bezogen auf die Gesamtform. So wird das Ganze breiter. Oder genauso lassen sich natürlich auch die Winkel verändern. Dazu gehe ich wieder mal ein Stück weiter zurück und kann mit diesen Winkeln steuern, wie weit sie sich denn eigentlich nun krümmen sollen. Das kann man natürlich auch hier ad absurdum führen, indem man eine irrsinnig hohe Zahl an Winkel eingibt oder eine sehr geringe und kann das Ding sich so wieder zusammenfalten lassen. Und Sie können sich vorstellen, dass man auf diese Art und Weise auch in der Animation wirklich großartige Sachen zustande bringt. Beziehungsweise den letzten Winkel, auch den kann man noch einsetzen hier und kann da wirklich organisch wirkende Formen zustande kriegen. Wenn Sie jetzt ein zweites Mal das Werkzeug ansetzen und das gleiche nochmal machen, dann sollten Sie sehr vorsichtig sein, denn die Anzahl der Polygone, die jetzt entsteht, übersteigt die, die Sie beim ersten Eingriff gemacht haben, nochmal beträchtlich. Dafür entstehen natürlich auch Dinge dieser Art hier, die zwar ebenfalls aus Polygonen entstehen, aber dann schon so kompliziert sind und vor allem kaum mehr nachvollziehbar sind, dass Sie damit jede irrsinnige Szene bebildern können. Vor allem dann, wenn man sich das mal von unten betrachtet und sich vorstellt, es sei ein Polypentier aus der Tiefsee.
Dann sieht das etwa so aus. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor und stecke dieses Ding auch noch zusätzlich in ein Hypernurbs-Objekt. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Dann wird es nämlich noch geglättet. Es wird da geglättet, sodass wir keinerlei harten Kanten mehr haben. Und dadurch wirkt das natürlich schon sehr, sehr organisch. Mit dem Nachteil, und das sollte man nie vergessen, wenn man mit dem Matrix-Extrud-Werkzeug arbeitet, mit dem Nachteil, dass sich das Objekt nur noch recht hakelig unter Umständen bedienen lässt, so wie Sie es jetzt gerade schon sehen. Das besteht schon aus so vielen Polygonen, dass man mit dem Ding kaum noch umgehen kann. Aber wenn es nur um dieses Objekt geht, also nur darum geht, ein solches Objekt zu erzeugen und das sozusagen der Hauptdarsteller sein soll, dessen, was Sie machen wollen, dann können Sie diesen Weg gehen, dann brauchen Sie auch nicht allzu viel Rücksicht auf die Polygone zu nehmen, auf die hohe Anzahl der Polygone, die einhergeht mit dem Einsatz des Matrix-Extrud-Werkzeugs.